weiß auch nicht, ist euch schon mal aufgefallen, dass die Radiosprecher oder die Reporter, nicht nur im Radio, sondern auch im Fernsehen, die scheinen alle durch dieselbe Sprechschule gegangen zu sein. So, das klingt irgendwie alles so ein bisschen wie Peter Scholl-Latour, finde ich jedenfalls. Und komisch. Donnerstag, ein Tag wie jeder andere, möchte man glauben. Doch hier in Friedrichshain, dem Szenebezirk der Kreativen, wo man als Außenstehender beim Anblick der Gammelkleidung kaum weiß, ist das noch Armut oder ist das schon Style, treffen sich Woche für Woche sechs junge Autoren, um ihrem Publikum Texte vorzutragen. Nicht Goethe, nicht Kafka und auch nicht Slam Poetry ist es, was diese Schriftsteller umtreibt. Nein, es sind eigene Werke, eben noch getippt und schon vorgetragen. Hier kümmert man sich scheinbar nicht um Vortragsweise oder Darbietung, aber wenn man hinter die Kulissen schaut, erkennt man, wie perfekt die Inszenierung des Unperfekten doch ist. 200 Studenten strömen in den RAW-Tempel, eine Stätte der Kreativen, der Hippen, der Jugend, der Raucher, die sich nicht ihre Zigarette verbieten lassen wollen. Die Unangepassten, so scheint es zumindest hier, lassen auch mal einen Hauch Anarchie aufleben und man kann ihnen nur die Daumen drücken, dass das noch ein bisschen bleibt. Der deutliche Protest gegen den Literaturbetrieb, gegen Prätentiöses, gegen Deutschland sucht den Superstar, kann er sich noch halten und vor allem, wer finanziert diesen Protest? Wir fragen Robert Naumann, den Chefenthusiasten, der hier still und leise die Fäden zieht. Nein, widerspricht er, eine Protestbewegung sind wir nicht, doch der Schalk in seinen Augen verkündet das Gegenteil. Jochen Schmidt hingegen hat es geschafft, er schreibt Bücher, sogar ein Roman ist dabei und wenn man den Rezensionen Glauben schenken soll, ist dieser sogar lesenswert. Nein, so Schmidt, die Verlage würden diese Lesung nicht unterstützen. Auf meine Frage, wie sonst ohne jede Werbung so viele Zuschauer hierher finden würden, geht er gar nicht erst ein. Andreas Kamper beantwortet meine Frage, ob er denn davon leben könne mit einem kurzen Nein. Dann schweigt er für den Rest des Abends. Dan Richter bestreitet, Fördermittel vom Senat zu erhalten und der offenbar gerade mal volljährige Stefan Zeisig versucht im Gespräch mit mir immer wieder die Geschichte aufzutischen, er sei Lehrer für Französisch und Geschichte. Zufälligerweise ist heute Abend auch eine richtige Autorin anwesend, Kirsten Fuchs. Diese spielt aber ebenfalls das Witzig-Witzig-Spiel und beteuert, Mitglied dieses Männerclubs zu sein. An die hart bandagierten Scherze gewöhnt man sich im Laufe der Stunden. Das Publikum verehrt die Autorin wie Popstars. Das ist nur möglich in Friedrichshain. Man trinkt noch ein Bier, geht hinaus in die Nacht und fragt sich, ob man gerade Zeuge der Geburt einer neuen Literatur geworden ist.